Kolleginnen und Kollegen, ich rufe jetzt auf. Moment, ich muss erst einmal den Ablaufplan wieder suchen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 71, Antrag der Fraktion der SPD betreffend eine Aktuelle Stunde. Schwarz-grüne Landesregierung gefährdet die Qualität in der Kita. Drucksache 19-5298 als 19. Und als Erstes hat das Wort Kollege Merz. Da. Ich Mikro. Hallo? Mikro? Lassen Sie mich aus gegebenem Anlass eine kleine Vorbemerkung machen. Es ist ja mittlerweile üblich geworden, ausscheidenden Kolleginnen und Kollegen eigene Tagesordnungspunkte zu widmen. Und deswegen, liebe Frau Kollegin Wiesmann, lege ich Ihnen diese Aktuelle Stunde der SPD mit meinem schönsten Diener zu Füßen, verbunden mit den besten Wünschen für Ihre Zukunft und mit der leisen Klage, was soll ich jetzt eigentlich ohne Sie hier anfangen? Sie können mich eigentlich nicht mit dem Markus Bocklet hier allein lassen. Eigentlich geht das nicht. Aber genug gescherzt. Zurück zu den harten Realitäten des Lebens und zum Herrn Minister. Wir hatten, Herr Minister, in der vergangenen Woche erneut ein Fachgespräch der SPD-Landtagsfraktion, zu dem wir regelmäßig die Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, der freien Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen und von Elternvertretungen einladen. Es war ein diesmal außergewöhnlich gut besuchtes und außergewöhnlich intensives Gespräch. Es hat 3 Stunden gedauert, und wir haben 1,5 Stunden damit zugebracht, unsere Einschätzungen der aktuellen Vorschläge der Landesregierung auszutauschen. Ich habe Ihnen Folgendes zu sagen. Erstens, und zu bedenken zu geben für den Gesetzentwurf, der ja noch kommen wird. Erstens, es ist unisono von den freien Trägern und den Kommunen, auch von den Eltern, beklagt worden, dass sie in die Formulierung dieser Vorschläge zu keinem Zeitpunkt einbezogen waren. Ich rate Ihnen ganz dringend, angesichts der vielen ungelösten Fragen, zu denen täglich mehr hinzukommen, angesichts der vielen ungelösten Fragen und der zahlreichen Risiken und Nebenwirkungen, die Ihr Vorschlag offenkundig hat, vor der Erarbeitung Ihres Gesetzentwurfs das Gespräch mit diesen Vertretern intensiv zu suchen und Ihren Rat zu suchen. Das war der erste Punkt. Zweitens. Es hat überhaupt keinen Zweifel unter allen Anwesenden gegeben, auch bei uns nicht, auch das haben wir hier ja schon gesagt, dass die teilweise Gebührenbefreiung, so wie sie jetzt vorgesehen ist, ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ich lasse jetzt die Frage weg, dass Sie mal anderer Auffassung waren. Dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist, dass aber die Frage, wer die Chance bezahlt, so nicht stehen bleiben kann. Es kann nicht sein, meine Damen und Herren, dass die Hälfte dieser Beitragsentlastungen dadurch bezahlt wird, dass man den Kommunen 155 Millionen € in kommunalen Finanzausgleich entzieht. Das ist so ein bisschen, wissen Sie, meine Großmutter, wenn die früher zu Besuch kam, hat sie dann immer zu meinem Großvater gesagt, Opa, gib mir mal dein Geldbeutel, ich muss dem Bube ein bisschen Geld geben. Ja, da haben wir uns alle gefreut. Sie hatte den Dank, und der Opa war sein Geld los. In Ihrem Fall würden Sie sogar zum Nachbarn gehen und würden sagen, gib mir mal ein bisschen Geld. Bei meiner Großmutter ist es ja wenigstens noch in der Familie geblieben. Hier ist das nicht der Fall. Das kann so nicht stehen bleiben, meine Damen und Herren. Das kann so nicht stehen bleiben. Und das auch nicht nur aus systematischen Gründen, sondern auch aus ganz praktischen Gründen. Ich will Ihnen, ich habe am Montag ein Gespräch zum wiederholten Mal, auch das tun wir ja alle regelmäßig, ein Gespräch mit einem Bürgermeister in einer meiner Landkreiskommunen, 7.000 Einwohner. Und der Kommune geht es durchaus gut. Aber ein Defizit aus dem Betrieb von Kindertagesstätten von 2,1 Millionen €, einen Neubau für eine Kita vor der Brust, mit steigenden Kosten sowieso. Und in dieser Situation entziehen Sie dieser Kommune durch Bindung im kommunalen Finanzausgleich und durch Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen Geld, das sie dringend bräuchte, um ihre zunehmenden Defizite aus dem Betrieb von Kindertagesstätten zu decken. Wer glaubt,
dass eine solche Situation ohne Auswirkungen bleibt auf Quantität beim Ausbau und Qualität der Betreuung, der liegt falsch, schlicht und ergreifend falsch. Zweiter Punkt. Ja, die 136-Euro-Pauschale, ich habe jetzt leider nur noch ganz wenig Zeit, aber die 136-Euro-Pauschale, wo Sie uns immer noch die Auskunft darüber schuldig geblieben sind, wie Sie die gerechnet haben, wird überwiegend als nicht auskömmlich angesehen. Und da haben wir noch kein Wort geredet über die Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten von Eltern, auf die Angebotsstruktur. Ich will hier nur andeuten, fast niemand hat im Moment 6-Stunden-Pakete. Jeder wird sie aber anbieten müssen, allein aus faktischen Gründen. Jeder wird sie auch mit einer Mittagsbetreuung anbieten müssen, mit Folgen für die Personalausstattung und für die investiven Notwendigkeiten. Alles diese sind nur ein paar der Risiken und Nebenwirkungen, die mit Ihrem Vorschlag einhergehen. Und deswegen, ich komme noch einmal auf den Anfang zurück. Suchen Sie dringend das Gespräch mit den freien Trägern und den Kommunen, und zwar vor dem formalen Gesetzgebungsverfahren. Wir wissen alle, wie es läuft, wenn das formale Verfahren. Und meiden Sie die Versuchung, einen Fraktionsentwurf daraus zu machen. Danke schön. Vielen Dank, Herr Kollege Merz. Als Nächster hat sich gemeldet Herr Abg. Rock für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Kita-Freistellung, vorangetrieben von der CDU, Kita-Gebührenfreistellung vorangetrieben von der hessischen CDU, waren kleine Überraschungen im Hessischen Landtag. Herr Merz hat schon darauf hingewiesen. Eine Sturzgeburt, hatte man den Eindruck, direkt vor einer Bundestagswahl noch in die Öffentlichkeit getragen. Danach hatten wir eine denkwürdige Ausschusssitzung, in der, sage ich jetzt mal, zwei der stärksten Minister dieses Kabinetts sich angeguckt haben und ein paar Bilder an die Wand geworfen oder wir machen das ungefähr so, wie es immer war, dann wollen wir noch etwas für die Qualität tun, wie wissen wir nicht genau. Also eine Ansammlung von nicht genau zu wissen, wie es geht, von zwei Männern hier aus dem Kabinett, die normal genau wissen, wie es geht. Von daher können wir davon ausgehen, Sie waren selbst überrascht von Ihren Heldentaten. Von daher ist es gut, wenn der Merz jetzt richtig sagt, gehen Sie noch einmal dahin, wo die Kompetenz ist, und fragen Sie einmal, wie Sie es wenigstens richtig machen, wenn Sie das machen. Aber ich möchte auch noch einmal die Haltung der Freien Demokraten darstellen. Sie machen den dritten Schritt, Sie machen den dritten Schritt vom ersten. Sie wissen ganz genau, wir haben, der Hessische Städtetag hat es Ihnen gesagt, wir haben einen Mangel von 10.000 Kita-Plätzen. Die Bertelsmann-Stiftung sagt, es wären 23.000 Krippenplätze zu wenig. Und wenn es nur die Hälfte wäre, wir wissen, Bertelsmann ist manchmal mit dem groben Daumen unterwegs, aber wenn es nur die Hälfte ist, ist es schon für Hessen eine Riesenherausforderung. Und natürlich ist Ihnen auch klar, dass wir dringend etwas an der Qualität machen müssen. Und warum müssen wir etwas an der Qualität machen? Wir haben eine veränderte Situation in unserer Gesellschaft. Frauen möchten gerne auch sich müssen oder wollen auch gerne arbeiten gehen. Familien sind darauf angewiesen, dass sie zwei Einkommen haben. Wir brauchen, beide müssen Rentenbeiträge erwirtschaften für die Zukunft oder für ein gutes Leben im Alter. All das ist eine Herausforderung, und das führt dazu, dass die Kinder eben betreut werden müssen. Und zwar in der Regel in Kindertageseinrichtungen und weniger von Tagesmüttern. Und es ist ganz klar, dass wir als Land Hessen, der Bund, aber auch die Kommunen als die großen Profiteure der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, nämlich in Form von Steuereinnahmen und Sozialabgaben, hier auch eine Verantwortung haben. Wenn die Familien ihre Kinder in diese Einrichtungen geben und die dort immer länger bleiben und bleiben müssen, dann haben die Eltern ein Anrecht darauf, dass wir als politisch Verantwortliche auch sicherstellen, dass in den Kindertageseinrichtungen genug Ressourcen sind, dass unsere Kinder ordentlich betreut werden, dass sie tatsächlich im Mittelpunkt stehen können der pädagogischen Arbeit, dass sie gefördert werden, dass sie geborgen sind.
Eltern müssen die Sicherheit haben, dass, wenn sie ihre Arbeitskraft einsetzen, ihre Steuern bezahlen, ihre Sozialabgaben zahlen, dass sie einen Beitrag leisten für unsere Gesellschaft, damit es uns so gut gehen kann, dass wir auch die Verantwortung für diese Kinder übernehmen. Und darum ist für uns klar, wir brauchen Plätze, wir brauchen eine gute Qualität in der Einrichtung, und irgendwann danach brauchen wir auch die vollständige Freistellung von Gebühren. Und das ist unsere Rangliste, und die halten Sie leider hier nicht ein. Es ist richtig, es gibt Fehlentwicklungen bei den Gebühren, und es wäre falsch, dort wegzugucken. Und gerade der harte Umgang mit den Finanzen der Kommunen durch das Land, durch Erlasse, hat viele Kommunen gezwungen, die Gebühren anzupassen, nach oben anzupassen. Und es gibt allerdings auch ein paar Kommunen, die aus ideologischen Gründen sagen, ich mache den Krippenplatz so teuer, dass sich einfach keiner leisten kann. Und genau da müssen wir ein Stück weit ansetzen. Wir sollten irgendwo einen Deckel einführen, 20% von den Betriebskosten, und Geschwisterregelungen vorschreiben, dass kinderreiche Familien nicht zu stark in Anspruch genommen werden. Aber ansonsten ist es ganz wichtig, dass wir diesen Mangel an Plätzen ausgleichen. Die Familien in Hessen brauchen diese Plätze, und sie brauchen auch diese Unterstützung durch den Staat und durch die Kommune vor Ort. Und was braucht die Kommune dann? Die Kommune braucht Geld. So, und da sind wir wieder bei dem, was die SPD hier zu Recht in Rede gestellt hat. Sie können doch nicht ein Wahlgeschenk kurz vor der Bundestagswahl verkünden und dann nachher uns sagen, aber wir lassen es andere bezahlen. Das geht doch so nicht. Das können Sie doch nicht machen und dann glauben, es applaudiert jemand. Und Sie haben das auch nicht zu Ende gedacht. Wenn Sie 6 Stunden freistellen, dann ist es egal, ob im Gesetz steht, nach 6 Stunden ist der Anspruch da. Dann ist es zwingend notwendig, dass die Kinder auch die Möglichkeit zum Mittagessen haben. Und das hat entsprechende investive Wirkungen in vielen Kommunen. Das müssen Sie berücksichtigen. Da müssen Sie auch darauf eingehen. Und von daher reden Sie mit den Betroffenen erst einmal, bevor Sie einen Gesetzentwurf einbringen. Und vielleicht gehen Sie auch noch einmal in sich und schauen Sie einmal, was ist die Priorität. Niemand kann sagen, ich hätte gerne einen kostenfreien Kita-Platz, wenn er keinen hat. Sondern als erstes Mal brauchen die Familien einen Betreuungsplatz. Und dann können wir über alles Weitere reden. Darum die Priorität muss klar sein. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht im Mittelpunkt. Und da müssen die Kommunen das Geld für die Investitionen haben. Und das, was sie tun, wirkt dem entgegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rock. Als nächstes hat das Wort Frau Kollegin Wiesmann für die Fraktion der CDU. Und erlauben Sie mir, dass ich vor Ihrer Rede Ihnen herzlich, sicherlich auch im Namen des ganzen Hauses, zur Wahl in den Deutschen Bundestag gratuliere. Ich vermute, dass das Ihre letzte Rede hier im Haus sein wird. Man wird Sie bestimmt besonders aufmerksam verfolgen. Verabschiedet werden Sie durch den Landtagspräsidenten heute Abend. Deswegen nur diese wenigen Worte zum Eingang. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielen Dank, lieber Herr Merz, ganz besonders für diese Gelegenheit heute noch einmal. Ich hatte gar nicht damit gerechnet. Insofern musste auch ein bisschen die heiße Nadel herhalten. Aber jetzt dann doch, Sie haben Ihrer Aktuellen Stunde heute eine Überschrift gegeben, mit der möchte ich mich auseinandersetzen. Und die lautet: Schwarz-Grün gefährdet die Qualität in der Kita. Kommunen müssen entlastet und nicht belastet werden. Das ist Ihr Zitat. Sie haben ja auch ein wenig dargelegt, was Sie damit meinen. Ich will aber auch darauf einfach jetzt antworten. Ich habe mir vorgenommen, bei meiner letzten Rede hier heute, lieber Herr Merz, lieber SPD, einmal das Positive, das Gemeinsame zu sehen. Und das erste Positivum, das ich nennen möchte, hessische Kinderbetreuung ist von guter Qualität. Sonst müssten Sie ja nicht befürchten, dass Sie in Gefahr seien. Und tatsächlich sehen wir das so und haben als CDU die Qualität der frühen Bildung ja auch vor langem schon auf die Tagesordnung hier gesetzt. Das ist lange vor meiner Zeit gewesen, aber einige handelnde Personen sind noch im Raum und haben über viele Jahre, wie ich glaube, viel dafür getan. Und ich nenne jetzt nur stichwortmäßig den Bildungs- und Erziehungsplan, den Sie selber ja oft genug auch gewürdigt haben, die Mindestverordnung als ersten Mindeststandard, die anspruchsvolleren Mindeststandards in der Kinderbetreuung durch das KiföG, die dazugehörige Anreizsystematik, die ohne Zwang auskommt, aber doch sehr effektiv dafür gesorgt hat, dass der BEP heute Standard ist. Die Landesregierung schreibt ihn übrigens gerade fort, den BEP, und die dazugehörigen Qualifikationsmodule ebenfalls, um neuen Anforderungen, z. B. an inklusive Erziehung, an Sprachförderung von Anfang an und vielem mehr Rechnung zu tragen. Und ich nenne die Förderung für besonderen Bedarf mithilfe der Schwerpunkt-Kita-Pauschale, übrigens analog zum Sozial- und Integrationsindex in der Lehrerzuweisung.
Es hat also manches auch seinen Sinn und seinen Zusammenhang. Oder die nochmalige Anhebung der E-Pauschalen, die uns erlaubt, nun den Kommunalen auch die nötigen Hinweise zu geben, dass sie ihren Anteil an der Rahmenvereinbarung Integration auch tatsächlich erfüllen. Und schließlich noch einmal ein ganz anderer Baustein, die Einführung der Tagespflege als ergänzendes, flexibles und familiennahes Angebot, die wir stets ermutigt haben, gefördert haben, ausgebaut haben und der wir nun wiederum über das KiföG den notwendigen Qualifikationsstandard gegeben haben. All das war und ist CDU-Qualitätspolitik mit unseren liberalen und grünen Partnern. Und dass sie wirkt, kann man an vielem sehen, aber zum Beispiel, denn viel Zeit ist ja gar nicht, daran, dass trotz des gigantischen Aufwuchses der Platzzahlen der rechnerische Betreuungsschlüssel bei den 0- bis 6-Jährigen aktuell bei 1 zu 5,6 liegt. Das haben wir aus der von Ihnen beantragten Großen Anfrage gelernt. Und das ist wirklich ein guter Wert, wenn man bedenkt, dass der Mindeststandard nur im U3-Bereich bei 1 zu 5 liegt. Für all das werden in den kommenden Jahren, ich sage noch wir, aber Sie werden es tun, rund eine Dreiviertelmilliarde Euro per annum bereitgestellt. Ich nehme noch einmal nur die 100 Millionen € von 2006. Und dies ist auch mit den Anforderungen der Schuldenbremse vereinbart. Eine Selbstverständlichkeit für eine stabilitätsorientierte, CDU-geführte Landesregierung. Denn auch Solidität ist eine Frage der Qualität im Sinne von Dauerhaftigkeit und Verlässlichkeit von Politik, auch im Bereich der Kinderbetreuung. Und bei all dem, das will ich auch nicht vergessen, respektieren wir die originäre Zuständigkeit der Kommunen für die Kinderbetreuung nach dem jeweiligen Bedarf vor Ort. Und ich halte dies für verantwortungsvolle Politik im Hinblick auf ja, Plätze und auch Qualität. Zweite Gemeinsamkeit, und das ist dann auch die andere zu Ihrem Titel. Kommunen sollen entlastet werden, ja, und das tun wir, denn wir entlasten die Kommunen schon seit geraumer Zeit. Und auch dort nur die Stichworte kommunaler Schutzschirm, KIP 1, KIP 2, Hessenkasse mit Entschuldungshilfen von rund 6 Milliarden €. Dazu ein reformierter KFA auf Rekordhöhe, der noch weiter wachsen wird, soweit man das heute sehen kann, sodass die Schlüsselzuweisungen eben nicht sinken, sondern voraussichtlich sogar steigen werden. Und dessen Schwankungsrisiko, das habe ich mehrfach schon gesagt, ist mir ein sehr wichtiger Punkt, jetzt zu 90% das Land trägt und eben nicht mehr die Kommunen, sodass man davon ausgehen kann, dass dies alles auch eine gewisse Dauerhaftigkeit behält. Alles aufwendige und gute Maßnahmen zur Unterstützung der Handlungsfähigkeit von Kommunen bei der Wahrnehmung ihrer wichtigen Aufgaben. Und jetzt gibt es sogar noch einen kommunenfreundlichen Schwenk bei der Finanzierung der Freistellung des Kindergartens von den Elternbeiträgen. Ja, stammten die Mittel für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr bislang ausschließlich aus dem KFA. Sie mögen es kritisiert haben, aber so wird jetzt eine hälftige Finanzierung ja vorgesehen. Und das ist nun das, was Sie haben ja einmal von der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe in diesem Bereich gesprochen. Hier kommt Mitverantwortung nun wirklich in diesem Politikbereich zum Ausdruck. Frau Kollegin, ich nehme an, Sie kommen langsam zum Ende. Ich will jetzt würdigen, Sie haben in Ihrem Setzpunktantrag vom Mai, da hatten Sie drei Punkte in der Überschrift. Da haben Sie nämlich noch gesagt, Eltern entlasten. Und das haben Sie diesmal weggelassen in der Überschrift dieser Aktuellen Stunde. Wir machen es nämlich jetzt, und zwar über eine Summe von ungefähr 5.000 € je Kind über die gesamte Kindergartenzeit. Ich freue mich, dass Sie das gemerkt haben, und Sie dürften es dann vielleicht auch einmal noch sagen. So, ein letztes jetzt nur wirklich noch zum Schluss. Ich bedanke mich für viel Aufmerksamkeit, auch für meine bescheidenen Beiträge von dieser Stelle zu dem Bereich Familienpolitik. Ich glaube, wir sind in Hessen auf einem guten Wege. Ich wünsche mir, dass Ihr Engagement für Familien und Kinder, die doch so zerbrechlich sind und gleichzeitig eine so starke Bank für die Zukunft dieses Landes, bleibt und nicht nachlässt. Und persönlich sage ich Ihnen nach fast 9 Jahren der mehr als nur kollegialen Zusammenarbeit besten Dank. Ich war ausgesprochen gerne Abgeordnete dieses Hohen Hauses, habe mich stets gerne in dieses Pult gestellt, mit Freude über Ihre und eigene Ideen debattiert. Bleiben Sie wohl auf, bleiben Sie munter, bleiben Sie ernsthaft engagiert, denn das ist auch eine Qualität, die uns gut und unserem Land unzweifelhaft Not tut. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Wiesmann. Ich nehme an, Sie haben gemerkt, dass sehr fraktionsübergreifend geklatscht wurde. Alles Gute für Sie. Und ansonsten warten wir auf die Verabschiedung durch den Landtagspräsidenten heute Abend. Als Nächstes in der Debatte hat das Wort der Kollege Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Wiesmann hat es richtig angesprochen. Der Titel lautet »Die gute Qualität in Kitas in Hessen nicht gefährden«. Auch wir glauben, dass sich in den letzten 4 Jahren tatsächlich sowohl der Ausbau verbessert hat, die Quantität als auch die Qualität verbessert hat. Und es nur so ist er überhaupt zu gefährden. Das hat offensichtlich diese Überschrift schon impliziert. Das begrüßen wir. Wir werden ja auch, meine sehr verehrten Damen und Herren, konsequent an dem Dreiklang weiterarbeiten in Hessen. Der Dreiklang lautet weiterer Ausbau von Betreuungsplätzen im unter 3-jährigen Bereich, im Ganztagsbereich. In den Grundschulen wird es weiter Betreuungsplätze geben. Wir halten daran fest, dass wir auch an der Qualität weiterarbeiten werden. 50 Millionen € werden wir zur Verfügung stellen, damit die Qualität nochmals verbessert wird. Und auch der Ausbau ist mit 86 Millionen € hinterlegt. Daran halten wir fest. Dieser Dreiklang ist richtig. Und wir kommen jetzt auch zu dem Dreiklang in seinem letzten Punkt. Auch wir wollen, dass Eltern entlastet werden. Ich glaube, dass CDU und GRÜNEN die Zeichen der Zeit erkannt haben. Das ist ein richtiger Dreiklang, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn jetzt davon gesprochen wird, bei dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe der Kinderbetreuung, und wir alle wissen, dass es laut Gesetz SGB VIII die Kinderbetreuung eine kommunale Aufgabe ist, und wenn man das im Hinterkopf hat und dann weiß, dass das Land 750 Millionen € ab 2019 zur Verfügung stellt, über 750 Millionen €, dann davon zu sprechen, dass es auf dem Rücken der Kommunen passiert, ist geradezu absurd. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will noch einmal darauf eingehen. Sie haben einen bedeutungsschwangeren Appell an CDU und GRÜNE gerichtet. Sie sagen, sprechen Sie mit den Experten, mit den kommunalen Spitzenverbänden, sprechen Sie mit den Akteuren, sprechen Sie mit allen Menschen. Das haben wir ja noch nie gemacht, habe ich den Eindruck, Frau Kollegin Wiesmann. Da haben wir noch nie mit den Experten gesprochen. Und als zweite Bemerkung, wenn es einen Gesetzentwurf gibt, Herr Merz, auch darüber sollten Sie sich im Klaren sein, in den seltensten Fällen verlässt ein Gesetz in der dritten Lesung das Haus so, wie es in der ersten Lesung hineingekommen ist. Natürlich wird es Veränderungen geben an jedem Gesetzentwurf. Auch dafür sind wir offen. Auch dafür sind wir offen für alle Anregungen und für vieles Kleingedruckte, was noch zu planen ist. Das ist überhaupt kein Problem. Aber was feststeht, und das ist ein gutes Zeichen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land Hessen wird 310 Millionen € zur Verfügung stellen, damit die Kommunen und damit auch die Eltern entlastet werden können in dem ersten, zweiten und dritten Kindergartenjahr. Und das ist ein wichtiges Signal, ein wichtiges Zeichen für alle Eltern in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich kann auch verstehen, dass die FDP und die SPD darüber überrascht waren. Ich weiß, ich habe noch kurz Pressemitteilungen oder Presseinterviews von Herrn Schäfer-Gümbel noch 3 Tage vorher, in die alle eins geatmet haben, Herr Rock. Sie haben es nicht für möglich gehalten, dass wir Wort halten. Das mag Ihr gutes Recht sein. Es mag sein, dass Sie überrascht gewesen sind, dass es uns gelingt, tatsächlich die Entlastung auch im Haushalt darzustellen. Es mag sein, dass Sie die Eckpunkte nicht für möglich gehalten haben, dass es 310 Millionen € geben wird. Das mag ja sein. Aber wenn Sie nun frühzeitig darüber unterrichtet werden, dass es 310 Millionen € sind, und dass, wenn Sie selbst fordern, dass wir den Experten zuhören, dann aber sich im selben Atemzug darüber aufmockern, dass noch nicht jedes Detail festgelegt ist, dann müssen Sie sich schon einmal entscheiden, was Sie nun wollen. Wollen Sie einen perfekten Entwurf, der nicht mehr zu verändern ist, oder wollen Sie von uns frühzeitig unterrichtet werden, was wir Eckpunkte haben, die Eltern entlasten wollen und wir offen für weitere Anregungen sind? Nur eins von beiden geht ja. Wir sind frühzeitig eingebunden. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Man kann unterschiedlicher Auffassung sein, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, über die Frage, ob das Geld ausreicht, ob Sie, wie Sie, 1,3 Milliarden € noch einmal ins System pumpen wollen, ob man der Meinung ist, dass das irrwitzig ist, ein irrwitziges Versprechen, das Sie überhaupt nicht halten können. Darüber kann man ja unterschiedlicher Auffassung sein. Aber worüber Sie nicht Unwahrheiten verbreiten können, ist über die Frage, ob wir den Kommunen in die Tasche greifen. Wenn diese 310 Millionen € sind ganz einfach aufzugliedern, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht jeden Tag in dem Bereich bewegen.
Von den 310 Millionen werden 155 Millionen €, die Hälfte direkt aus dem hessischen Staatsetat kommen. Die anderen 155 Millionen € kommen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Aber jetzt kommt das, was Sie verschweigen. Der Aufwuchs des kommunalen Finanzausgleichs von 17 auf 18 ist 386 Millionen €. Das heißt, jede Kommune in diesem Land oder die meisten Kommunen werden nachher mehr in der Tasche haben als vorher. Ihnen zu behaupten, man hätte in die Tasche gegriffen auf Kosten der Kinderbetreuung, ist einfach die Unwahrheit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist die Unwahrheit. Der Teil, den die Kommunen zu tragen haben, ihre Behauptung wäre dann richtig, wenn wir den Satz so ließen, wenn die Summe des kommunalen Finanzausgleichs so bliebe. Aber die Summe steigt an, und deswegen werden den Kommunen nichts entzogen. Sie bekommen mehr Geld, und sie werden am Ende des Tages auch mehr Geld zur Verfügung haben. Und deshalb behaupten Sie die Unwahrheit. Und ich weiß auch, warum. Weil Sie wollen Chaos stiften, das Sie dann selbst behaupten, hätten wir angerichtet. Sie laufen durch die Stadtparlamente und behaupten, ich habe es ja gerade jetzt in Wiesbaden gemerkt, Sie laufen durch die Stadtparlamente und behaupten, wir würden den Kommunen in die Tasche greifen. Der Gegenteil ist richtig. Es wird am Ende des Tages mehr Geld zur Verfügung stehen. Und Sie gehen durchs Land und machen Urlaub. Und das ist in dieser Frage unanständig. Sie können eine andere Auffassung haben über andere Konzepte, aber nicht Unwahrheiten behaupten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Doch. Vielen Dank, Herr Kollege Bock. Meine Redezeit ist abgelaufen. Ich danke dem Präsidenten, dass ich noch einmal die Möglichkeit habe. Liebe Kollegin Wiesmann, auch von dieser Stelle auch. Ich merke meinen inneren Widerwillen, dir auf Wiedersehen zu sagen, weil wir aus demselben Stadtteil auch kommen, aus dem Nordend. Du bist jetzt meine Bundestagsabgeordnete, weil du in meinem Wahlkreis jetzt MdW bist. Ich möchte dir auf diesem Weg auch im Namen meiner Fraktion vielen, vielen herzlichen Dank sagen für die vielen Stunden. Wir haben auf sehr hohem Niveau diskutiert, auf sehr guten. Du warst immer eingearbeitet, hast alle Studien gelesen, alle Akten gefressen. Auf einem hohen Niveau. Du hast mir großen Spaß gemacht, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich wünsche dir allen erdenklichen Erfolg im Bundestag. Mach's gut. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bocklet. Als nächstes hat sich gemeldet Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bocklet, die Aufforderung, man möge bei der Wahrheit bleiben, die gilt dann aber für alle hier im Haus. Und wenn wir bei der Wahrheit bleiben wollen und Sie dann fragen, Sie glauben doch nicht, dass wir mit niemandem geredet hätten, dann ist doch sehr verwunderlich, dass alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, mit denen wir gesprochen haben, die sich laut geäußert haben, gesagt haben, wir sind ziemlich verwundert über das, was hier gerade geschieht. Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätinnen und Landräte sind an diese Landesregierung herangetreten in den letzten Monaten und haben gesagt, wir brauchen hier eine Erleichterung für die Eltern. Wir wollen die Gebührenfreiheit, und ihr Land müsst gucken, wie ihr das geregelt kriegt. Ja, das haben sie getan. Die haben das aber so getan, dass man nicht annehmen konnte, und so haben sie das auch bestätigt, dass es Gespräche mit ihnen gegeben hat, wie man das hinkriegt, wie man das eintütet, welcher Weg das ist, es zu finanzieren, wie man es so macht, dass die Kommunen nicht noch mehr belastet werden. Nein, das haben Sie im stillen Kämmerlein gemacht, ohne zu reden. Und das ist unanständig. Und Sie haben es nicht nur im stillen Kämmerlein gemacht, ohne zu reden. Sie haben hier in diesem Haus gestanden und immer wieder gesagt, dass Sie diese Entlastung der Eltern nicht wollen, dass Sie die Entlastung der Eltern für falsch halten, dass Sie es für nicht notwendig halten, dass die Reichen damit bevorteilt werden, dass die armen Leute sowieso keinen Vorteil davon haben. Das war Ihre Argumentation. Da müssen Sie nicht mit dem Kopf schütteln. Sie können es im Protokoll nachlesen. Ich gehe davon aus, das können Sie. Und wenn Sie dann die ganze Zeit über, aber eigentlich vorbereitet haben, kurz vor der Wahl einen solchen Flohzirkus aus dem Sack zu lassen, dann kann ich nur sagen, das ist doch durchschaubar, leicht durchschaubar, dass das ein Wahlkampfmanöver war und nichts anderes. Sonst hätten Sie uns im letzten halben Jahr sagen können,
Wir sind ebenfalls der Meinung, man muss die Eltern entlasten. Wir sind an der Seite der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir wissen, dass die kommunalen Haushalte enorm belastet sind durch die Kinderbetreuung. Und wir werden dem Abhilfe schaffen. Lassen Sie uns gemeinsam schauen, wie wir das machen können. Das alles haben Sie nicht getan. Sie haben genau das Gegenteil davon gemacht. Sie haben sich hier immer und immer wieder hingestellt und gesagt, alle Vorstöße zur Entlastung der Kommunen und der Eltern seien Unsinn. Es ginge um mehr Qualität. Sie müssten erst einmal mehr Qualität schaffen, um dann über Entlastung nachzudenken. Wir haben immer gesagt, die Reihenfolge ist bei uns gar nicht das Wichtigste daran. Die Eltern, die Kommunen müssen entlastet werden. Die Qualität in den Kitas muss steigen. In welcher Reihenfolge man es macht, darüber kann man doch reden. Das wären doch alles Sachen gewesen, über die man hätte verhandeln können. Stattdessen sind Sie auf der Stelle getreten. Nichts ist geschehen in diese Richtung, was auch irgendwie nur den Ansatz gebracht hätte, dass eine Verbesserung entstehen könnte. So, und was jetzt möglicherweise entsteht, weil was genau ist, wissen wir ja immer noch nicht, ist etwas, was die Kommunen unter Zugzwang setzt, was die Kommunen eindeutig wirtschaftlich belastet, weil es eben keine 1:1 Entlastungen gibt, was eine Verwirrung bei Eltern hervorrufen wird, weil die einen Sachen werden refinanziert, die anderen werden nicht finanziert. Irgendwo muss man dann doch noch Beiträge bezahlen. Die Eltern glauben, es müssten jetzt keine mehr entrichtet werden. Das stimmt ja so im Ganzen gar nicht. Das stimmt ja nur für einen Teilbereich. Ja, das wissen Sie. Dann laufen Sie nicht rum und sagen, wir sorgen für Gebührenbefreiung. Das haben Sie ja nicht getan. Sie haben einen kleinen Teilausschnitt, mit dem Sie die Kommunen unter einen unglaublichen Druck stellen, da mitziehen zu müssen, egal ob sich die jeweilige Kommune das leisten kann oder nicht. Und dann gucken wir noch einmal, was die Qualität angeht. Ich habe etwas von 25 Millionen € gehört. Das hört sich ja erst einmal wie viel Geld an. So, jetzt brechen Sie das einmal runter auf die Kreise, brechen Sie das runter auf die Städte und die Dörfer und brechen Sie das dann runter auf die Kita. Und dann brechen Sie es vielleicht noch runter auf das einzelne Kind. Dann wissen Sie, was von Ihrer Qualität übrig bleibt. Das ist nämlich wirklich nur ein Klacks an der Stelle. Und es ist nicht das, was es brauchen würde, um eine gute Situation zu schaffen. Und Frau Wiesmann, Sie haben vorhin gesagt, es gibt viel gute Qualität in Hessen in den Kitas. Ja, das stimmt zu einem großen Teil, Gott sei Dank. Aber das stimmt, weil wir unglaublich engagierte Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas haben. Das stimmt, weil wir Kommunen haben, die sich bis zum Geht nicht mehr mit den Kita-Gebühren belasten, damit wir eine vernünftige Unterbringung haben. Und das geht, weil Eltern ganz enorme Beiträge bezahlen. Wir haben diese Qualität nicht wegen dieser Landesregierung, sondern trotz dieser Landesregierung. Das ist die traurige Wahrheit in dem Land. Und wenn wir uns dann einmal anschauen, was Erzieherinnen und Erzieher sagen, und zwar deutlich mehr als in anderen Berufen, dass die Belastung in ihren Berufen so hoch ist, dass sie sie eigentlich nicht mehr aushalten können. Da gibt es eine Untersuchung, dass wir in den letzten 15 Jahren Erzieherinnen und Erzieher verloren haben, weil sie in Teilzeit gehen. Wir haben eine Teilzeitquote, die sich um 45 % erhöht hat. So, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Personal in den Kitas und wir wissen nicht, wo wir es hernehmen sollten, dann sollten wir einmal aufhören, die Menschen, die dort arbeiten, so zu verschleißen, dass sie nicht mehr arbeiten können. Dann sollten wir dafür Sorge tragen, dass sie Arbeitsbedingungen haben, unter denen sie bis zum Eintritt im Rentenalter auch durchhalten können. Und dann Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Danke für den Hinweis, weil ich hätte zu dem Thema noch eine ganze Menge länger weiterreden können. Frau Wiesmann, auch von mir. Was wir hier verlieren, ist ernsthaft eine Streiterin im Interesse der Kinder, der Familien. Denn das kann Ihnen niemand absprechen, dass es Ihnen immer um die Sache ging und dass Ihre Art zu debattieren eine sachliche und eine fundierte war. Ich habe die Auseinandersetzung mit Ihnen geschätzt, weil sie auf einer Ebene stattgefunden hat, die um Inhalte ging und nie unter der Gürtellinie war. Herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Grüttner. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie tief muss die Frustration bei den Oppositionsfraktionen sein, eine solche Aktuelle Stunde heute hier abhalten zu müssen? Es ist durchaus verständlich, wenn man monatelang, ja jahrelang mit einem Thema durch das Land reist und auf einmal merkt, dass es kein Thema mehr ist. Und das, was wir machen, ist schlicht und einfach gut für unser Land. Erstens, Kommunen bekommen mehr Geld. Zweitens, wir investieren in mehr Qualität für unsere Kindertagesstätten. Drittens, wir bauen aus die Kindertagesstätten, die Betreuungsplätze werden ausgeweitet, es wird mehr Kindertagesstättenplätze geben. Viertens,
Wir machen dieses, ohne dass wir Neuverschuldung in diesem Haushalt machen. Und fünftens. Wir entlasten Eltern von den Beiträgen. Und ab nächsten Jahr müssen Eltern keine Beiträge mehr bezahlen für alle drei Kindergartenjahre. Und was bleibt übrig bei der Opposition? Ein Lamentieren in Form einer Aktuellen Stunde. Mir hat das ja eigentlich leid getan. Normalerweise ist der Herr Merz derjenige, der immer sagt, ein solch wichtiges Thema darf man nicht in einer Aktuellen Stunde aufarbeiten, sondern es muss. Nein, das weiß ich ja, dass Sie damit noch nicht fertig sind. Aber wenn man Ihre Aktuelle Stunde liest und Ihren Redebeitrag dazu, dann waren das einmal vollkommen berechtigt eine Hommage an Frau Wiesmann. Das werde ich auch noch tun. Das Zweite ist, Sie haben uns mitgeteilt, dass die SPD auch Gespräche führt. Das ist ja auch gut und gerne. Sie haben uns mitgeteilt, dass Sie uns Ratschläge geben, was wir zu tun hätten. Vielen Dank. Wir haben Sie gehört. Ob wir Sie befolgen, werde ich noch sehen. Sie haben aber nichts zu dem Titel getagt, der mit Ihrer Aktuellen Stunde verbunden ist, nämlich, dass die Qualität in den Kindertagesstätten gefährdet ist. Meine Damen und Herren, das macht mich ja fast sprachlos, weil es schlicht und einfach falsch ist, was an dieser Stelle immer wieder behauptet wird. Und weil Sie selbst wissen, dass es falsch ist, muss man schon fragen, was ist Ihre Motivation an dieser Stelle? Dann kann Ihre Motivation eigentlich nur sein, Unruhe zu stiften, nicht eine Sache zum Gegenstand einer ernsthaften Auseinandersetzung zu machen, sondern zu verunsichern und letztendlich an der Sache vorbei ein Thema, den Versuch zu geben, Fahrt aufzunehmen, das Sie längst verloren haben. Dieses Thema haben Sie verloren, und deswegen ist es ja auch so schlimm bei Ihnen. Also noch einmal, ich brauche nicht noch einmal wiederholen, dass die Kommunen auf der Grundlage der jetzt geplanten Beitragsfreistellung einen Zuschuss bekommen aus Landesmitteln, der vorher nicht da gewesen ist, und dass durch das Aufwachsen des kommunalen Finanzausgleichs nachher mehr Mittel bei den Kommunen vorhanden sind. Ich finde auf der anderen Seite es aber sehr bedenklich, dass Sie als Maßnahme wohl Ihrer Gespräche mit der kommunalen Seite mitgenommen haben, wenn eine solche Beitragsentlastung kommt, dass die Kommunen automatisch dann an Qualität einsparen. Das kann ja nicht der Fall sein. Alles, was wir bisher erlebt haben, in der Fragestellung von U3-Ausbau, in der Fragestellung von Qualität, die wir gesteigert haben, in der Fragestellung von inhaltlicher Arbeit, hat gezeigt, dass die Kommunen ihre ureigene Aufgabe, nämlich eine vernünftige Kinderbetreuung sicherzustellen, und zwar auch im Sinne einer frühkindlichen Bildung in Form einer hohen Qualität, sehr bewusst und sehr verantwortungsvoll wahrgenommen haben. Und dass Sie jetzt als Menetekel an die Wand schmalen, dass die Kommunen an dieser Stelle Qualität einschränken, weil es eine Entlastung von Beiträgen für die Eltern gibt, ist an den Haaren herbeigezogen. Und das wissen Sie so gut wie ich auch. Und deswegen will ich an dieser Stelle schon sehr deutlich sagen, das, was Sie an dieser Stelle als Maßgabe haben, ist ja die Fragestellung einer vollkommenen Beitragsfreistellung von Krippe und von Kindertagesstätte, gleichzeitig die Übernahme der Betriebskosten durch die Kommunen. Und das ist das, was ich sage, das ist unredlich, weil Sie malen auf der einen Seite, machen Sie Versprechungen, von denen Sie wissen, dass Sie nicht einhalten können, und auf der anderen Seite treiben Sie ausschließlich eine Politik der Verunsicherung. Und das ist schade. Aber es wird nicht fruchten. Weil merken wird, was diese Politik bedeutet, das werden die Eltern. Und sie werden das mit dem Kindergartenjahr 2018 beginnend merken, indem sie von den Beiträgen entlastet werden. Und das ist für die Familien eine deutliche Entlastung. Und da sind wir stolz darauf, dass wir dieses umgesetzt haben, meine Damen und Herren. Herr Minister, ich darf Sie auf die Fraktionsredezeit hinweisen. Darf ich noch auf einen Aspekt eingehen? Nur damit das auch gesagt ist, ich hatte in der letzten Sitzung des Ausschusses zugesagt, Ihnen eine Grundlage für die Berechnung der Beiträge zu geben. In der Zwischenzeit haben Sie einen parlamentarischen Weg gewählt, um dieses zu erfragen. Dann werde ich Ihnen auch parlamentarisch darauf entsprechend antworten. Das ist das eine. Und das nächste ist, liebe Bettina Wiesmann, du wirst uns fehlen. Du hast es heute mehrfach gehört. Vielen Dank für deine immer guten Ratschläge und die Auseinandersetzungen. Auch wir haben manchmal inhaltlich gestritten, haben aber immer einen guten Weg gefunden. Alles Gute im Deutschen Bundestag und vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.